Hallöchen, Luckenmelord hier. Ich möchte mal ein klein bisschen Werbung machen für die deutschen Let's Plays von meinem Hack Lux Delightful Dioramas, denn ich finde, die haben alle echt mehr Aufruf verdient. In der Videobeschreibung habe ich jeweils den ersten Part verlinkt. Also wenn ihr mal ein bisschen Zeit übrig habt, dann schaut doch mal rein und lasst ein paar nette Worte da, das würde diejenigen bestimmt sehr freuen. Falls ich jemanden vergessen habe oder ein neuer LP dazugekommen ist, dann schreibt doch einfach einen Kommentar und ich update die Beschreibung. So, und damit ihr euch ein bisschen orientieren könnt, noch eine kleine Mini-Beschreibung zu den Let's Plays. Gehen wir mal zuerst über die, die aktuell laufen, dann könnt ihr die aktuell live verfolgen. Da hätten wir zum einen Theophanes LPs und seinen witzigen, schrulligen Humor. Im YouTube-Algorithmus scheint er leider quasi unsichtbar zu sein, was echt schade ist. Ich finde, der macht das echt gut. Schaut da ruhig mal rein. Als zweites wäre Grafitation, der ziemlich viel Zeit ins Editing investiert. Also dadurch geht es in jedem Video ziemlich flott voran. Langatmige Stellen gibt es eigentlich gar nicht. Außerdem ist das Projekt mit Facecam. Dann die abgeschlossenen Let's Plays. Hier hätte ich zuerst den Frittenfriseur LPs genannt. Witziges Projekt mit viel Humor und ebenfalls mit Facecam. 14 Parts an der Zahl. Dann Weehawk mit 20 Parts. Er spielt eine abgeänderte Fassung, die sehr mit Memes durchsetzt ist. Ein Projekt für Freunde der abgespackteren Unterhaltung. Dann Seruben 1003 ist vielleicht auch manchen ein Begriff, 14 Parts hat er gebraucht und ich glaube, das war auch das erste abgeschlossene deutsche Let's Play zum Hack. Dann Pilzinsel 64, ebenfalls 14 Parts, man erkennt einen Trend. Er arbeitet übrigens am ROM-Manager, mit dem ich den Hack erstellt habe. Ein ruhigerer LP zum Entspannen. Das Gegenteil dazu wäre dann Draki, der gerne mal ein paar Dezibel oben drauf packt und ein bisschen raged. Nur 3 Parts, dafür aber jeweils über eine Stunde lang. Und nochmal etwas ruhiger wird es mit GG Jamie, mit 8 Parts bis 63 Sterne. Und natürlich gibt es auch noch zahlreiche Streams und Runs und was weiß ich, und da habe ich die englischen Projekte noch gar nicht erwähnt. Aber ich denke, für den Moment reicht das erstmal. Wie gesagt, wenn ich jemanden übergangen habe, dann lasst es mich bitte wissen und ich füge es noch in die Beschreibung ein. Jo, dann verabschiede ich mich schon mal wieder. Ich kann aber schon mal verraten, dass in den nächsten Wochen noch ein interessanteres Video von mir kommen wird. Seid also gespannt. Bis dahin. Tschüssikowski.